Guten Morgen zusammen. Guten Abend oder guten Mittag oder je nachdem, wann ihr es schaut. Wir haben also ich und wir, die Jungs, sie stehen da hinten. Ja. Wir haben heute mit euch folgende Sachen vor. Und zwar haben wir diesen Ofen neu. Ja. Diesen Ofen neu, das wisst ihr ja, habt ihr ja schon im Video gesehen. Und den da hinten neu. Und wir wollen die heute quasi anfeuern. Das machen wir mit euch zusammen. Und ich gehe mal da. Noch ist hier ein Loch. Nicht mehr lange. Und hier solche Sachen noch. Sowas hier. Sowas da. Das zeige ich euch später ausführlich. Hier kommt eine Treppe hin. Und die bauen wir heute zusammen. Da nehmen wir euch mit. Ja? Vom komplett volle Bude. Da oben wird mal mein Büro. Da unten steht der Jense. Da steht der dicke Martin. Und da steht der zarte Carsten. Wir bereiten jetzt mal alles vor. Wir nehmen euch dann mit. Ihr seid heute quasi dabei. Wo wir den anderen Bänden, da haben wir schon mal leicht Licht gemacht. Die haben Gebläse dran. Also wir haben wirklich Alarm passiert. Schönes Feuer, oder? Ruhig. Ja. Was sagst du, Dicker? Ja, schön. Guck, geht schön hoch die Temperatur. Oh. Und wir machen nachher, müssen wir Strom dran machen. Unser Elektriker, die geile Sau, der ist ja nicht so weit, aber der kann auch nicht alles machen. Der ist ja nur hier, habe ich das Gefühl. Die Wand da hinten wird noch grau gestrichen. Das mache ich aber erst, wenn das Bad fertig ist. Weiß ich nämlich, wie viel Farbe übrig ist. Okay, ja. Und den machen wir mal. Ihr seid quasi dabei, wie wir den Jungfräulich. Das ist hier rausschneiden müssen. Ob wir den Jungfräulich jetzt anmachen. Liebe Grüße an unseren Schornsteinfeger, also unseren Bezirksschornsteinfegermeister. Wirklich guter Typ. Kannst du keinen anderen machen lassen? Kann mir ja noch sagen, was er will. So Feuer hat immer was Beruhigendes, oder? Ja, seht ihr? Machen wir die Klappe vorne auf. Ist doch gar beleuchtet. Für euch zwei Experten, das Feuerholz da drunter ist nur Deko. Es bleibt da auch schön liegen. Das brauchst du nicht sagen, du bist der Erste, der das Lippe verfeuert. Ja, klar. Klar, wenn die Kiste hier alle ist, ja. Und dann sind wir zu faul loszulaufen und zack, ist das fort. Genau wie das. Das ist meine Deko. Eines Tages in den Ofen wandern. Ja. Scheibchenweise. Es wäre schön, wa? Wenn die Jungs uns nicht alle 2 Monate eine neue Scheibe schicken müssen. Uns musst du das nicht erzählen. Das geht speziell an dich, Herr Scholz, wa? Also an mich. Geil ist das schon, wa? Dass die Schrift dort durch die Flammen, dass man das so sieht. So. Das habe ich mir auch nicht gesehen. Das ist schon mega. Sonst hat man das nicht so gesehen. Das ist schon mega. Ich würde sagen, wir machen wieder Licht an. Das sind übrigens unsere Treppenstufen. Für den Fall des Falles die Fragen, ob wir wieder übertrieben haben. Ja. Also wir haben jetzt eine Lauflänge von 40 cm. Ach du Scheiße. 6 Meter. Ja. Oh, habe ich mich jetzt verrechnet? 40 cm, das mal 17. Naja, hast du 17 Stufen? Ja. Ja, baut sich auf, kommst du hin? 6 Meter, weißt du, wie weit das ist? Eben, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir überdreht. Also. Das können wir nicht bauen. Naja, aber. Das können wir nicht bauen. Ist das nicht ein bisschen verkehrt dann gemessen? Wieso? Geht der Strich nach oben, oder? Ja, also guck mal, wir haben doch 17. Wir haben doch, rechnen mal. Warte mal, wir rechnen ja, mal. Da wird ja aber der Weg länger, wenn ich die Schräger nehme, oder? Es geht ja um die, auch, wir haben die Stufe sind ja 50, Digga. So, wir haben hier ein Chain auf der Falten, oder? Den Finger ab. Mal gucken. Ich scheitere schon am Anhängen. du weißt hier, 2,88 Meter. Genau. 2,88 Meter. Das durch 17. Das passt. Das sind 16,9 Auftritt, also 16,9 Steigung. Das sind 17 Stufen, die wir bauen. Das passt. Das wird ein schöner Schritt machen. Aber wir haben ein Problem, das können wir so nicht bauen. 6,80 Meter, da kommen wir hinten raus. Wisst ihr, wie das aussieht? Aber ich habe einen Plan. Wisst ihr, was wir bauen? Wir bauen halb gewendet. Wirklich. Wieso denn nicht? Wir machen 5 gerade, 5 gerade.
Ja? Und dann fangen wir an zu ziehen. Dann kommst du hier hinten raus. Dann fängst du hinten an zu treten. Wir können doch hier so runtergehen mit 6 Stufen als Beispiel. Na, wie wollen wir die da halten? Da oben von wir, warte mal, wie viele Stufen haben wir? 17 Stufen. Oh, wir haben 17 Stufen. Mhm. Wenn wir das dritteln, müssen wir 17. Warte mal, 6 ist 12. 6 gerade immer und dann müssen wir 5 verziehen. Das müsste gehen. Willkommen im Club, es wird keine gerade Treppe, es wird eine halbgewendete. Das verzieht sich gleich immer. Und dann hier stellen wir einen Falken runter. Da können wir doch so einen Waldgeist vielleicht auf Länge schneiden und passt das doch. Dann bin ich nicht mehr den Fuß, dann rücken wir den hierher. Hier, den hier, dieselbe. Den, ja, das wäre eine Idee. Das passt dann auch zum Bild. Da hast du richtig wahr. Da müssen wir mal die Eulen verrücken, können wir auch die nehmen. Die sind aber heiß, musst du aufpassen. Das kriegst so, meine Frisur passt das halt weg, ja. Du siehst immer hervorragend aus. Ja. Musst du langsam mal wieder nach Lönneberg fahren. Zu Michael aus Lönneberg? Meine Frau hat da am Mittwoch einen Termin. Da muss ich abpassen, wenn. Ja. Schneiden wir hier durch, noch ja, am besten Jacke im Verschnitt und dann auf die Kreissäge. Wollen wir gleich wieder unsere neue Kreissäge so zu weichen? Nee. Glauben ist nicht drin. Ach so. Erstmal 6 Stufen vor, dann werden die zusammengeklimpert. Wenn wir sagen, wir machen eine vollgewendelte, würde ja alles geht ja. Wenn wir sagen, dann haben wir hier drüben einen Antritt, boah. Ja. Dann wird es aber eine längere Geschichte. Dann tust du aber gleich das dann übernehmen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt eine vollgewendelte, dann tust du das auch schön abnehmen, dass man da ja keine Licht hat. Wir müssen da Luft lassen. Weil da ist die Schiebetür, die langläuft. Ach ja. Wir bereiten jetzt Stufen vor. Bis gleich. Zwischenstein. Notiz, wenn man sowas baut und eine Viertelgewendete baut, oder eine Vollgewendete, ist es wahrscheinlich die leichtere Variante. Das werden wir dort drüben definitiv zu machen, Digga. Eine Halbgewendete, eine Vollgewendete. Das sieht zwar absolut geil aus, aber nee. Wir haben jetzt von hier, also ihr merkt ja selber, wir müssen jetzt gerade kommen. Aber ich denke, Digga, wenn wir rum sind, könnte das ausgehen. Könnte sich das ausgehen. Ich sag mal, wenn die jetzt so halbwegs steht, könnten wir auch die restlichen Auftrittsmaße, wenn die Zentimeter unterschiedlich sind, manchmal, ist ja nicht ganz so dramatisch. Weil ich denke, von der Fläche her könnte das schon gut stehen so. Nur innerhalb beiden da oben anschauen. Hier unten runter. Ob wir die aufsetzen können. Oder wie willst du die anbinden? Eine relativ gute Idee, da werden wir Balken anschrauben müssen, der das dann abschließt. Ja, das ist so. Es ist auf jeden Fall materialintensiv. Hey, jetzt geht's gut. Und das Rutsch. Wenn du nicht anhebst, war? Rutsche? Ich kann nicht mehr anheben, weil ich nicht habe zum Anfassen mehr hier. Ach, warte mal, ich muss ja hier raus. Ungefähr so, war? Das ist immer so eine Sache. Weil das ist ja immer eine Flieger, immer eine Fliegerrüstung. Hä? Vorrang. Da gehst du immer mit einer Mühlmingefühl. Gehst du mit einer Mühlmingefühl? Wenn wir jetzt eine Gerade drauf machen, Digga. Wieso? Das ist zu viel. Ja? Das wird viel zu viel, oder? Da kommen wir durch raus. Wir machen jetzt was anderes. Wir machen jetzt eine drauf noch mit Verzug. Dann sitzt die ja gerade. Ja? Dann sind wir da, wo wir hin müssen. Dann messen wir uns die restlichen und dann schieben wir das Ding zurück. Mit dem Lader. Na, einer mit dem Lader und die anderen halten nur ein bisschen gegen, damit es nicht runterbricht. Bist du hier in der Mitte reingefahren? Dann müssen wir halten, damit es nicht runterbricht. Aber anders geht's nicht.
Machen wir so, komm. Also wir haben eine schöne Treppe gebaut. Nee. Wirklich? Was hast du denn jetzt gegen die Treppe? Thorsten, du hast immer was ja. zu suppern. Immer. Was hast du denn jetzt gegen die Treppe? Alles. Was? Alles. Na dann hau doch mal raus, was stört dich denn? Ich finde es ja auch nicht schön, Aufzug wäre besser, aber gut, können wir nicht alles haben. Was hast du gegen die Treppe? Das Fach ist. Tut mir leid, wir hätten die aus Eiche bauen können. Machen wir immer nein. Wetten nicht? Wetten. Okay, und was? Jungs. Kiste Bier? Pulle rum, aber eine ordentliche. Ja. Machen wir nochmal neu. Die machen wir nicht nochmal neu. Ist da mal ein Platz drin? Ach so, ist Weide, deswegen geht das so leicht, ne? Letzte Stufe? Vorletzte, würde ich sagen, oder? Thorsten, passt, was sagst du dazu? Passt nicht, wa? Passt nicht, siehst du, Herr Just. Aber womöglich muss die hoch. Die müssen vielleicht hoch, werden wir sehen. Weißt du, was wir machen? Schraub, leg die mal da drauf. Leg die mal drauf, so halbwegs, so dass es passt. Warte mal kurz, eine Farbe. Wollen wir die vielleicht mal gerade schneiden, rechts und links? Damit wir vielleicht da oben nicht mehr anschweißen. Ja. Wir schneiden die jetzt gerade und dann unten vier Schrauben rein und ein bisschen leck. Na, wie breit machen wir die? Maximale Breite. Oben eh angeschnitten. Zinn heute Geburtstag hat. Na klar. Also jetzt am 29. März wird er 83. Wusst man. Hätte Geburtstag, oder? Nein, der hat noch Geburtstag. Der lebt noch. Und was ja. ist das hier? Oh, das Ding. Eingeschaltet. Bist du hinten dran? Ja. Na, jetzt passen wir auf. Gucken, ob es funktioniert. Funktioniert. Nee. Na, die schnappen ja ein bisschen, aber mein Plan hat funktioniert. Ich finde das aber ehrlich gesagt auch so schlecht, dass die letzte Stufe nicht so hoch ist. Weil ich finde, man wird müde. Also die Stufen sind schon nicht wenig. Was wir jetzt machen, wir machen jetzt Feierabend in dieser heutigen Folge, oder? Und dann werden wir uns mit der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir das Geländer dran bauen. Weil das wird ein bisschen bescheuert. Wollen wir das den Leuten schon mal zeigen? Komm, wir gehen schon mal raus. Aber ich habe eine geile Idee, Digga. Weil wir haben noch draußen dieses ganze verknurpselte Zeug da stehen. So eine Kacke will ich hier nehmen. Ein bisschen stark, oder? Ja, das ist ja länger. Den will ich nehmen, passt auf. Geht weiter. Den da will ich unten anstellen. Wenn es geht, vorne nach vorne. Ja, den da. Ja. Dann können wir nämlich mehrere Stufen mit EMA abfangen. Den hier und eventuell den hier hinten noch. Und den können wir euch auch mitnehmen. Ich will mich mal bedanken, ja, bei meinen ganzen Jungs hier, die die ganze Zeit hier Vollgas geben. Es ist echt anstrengend mit uns, also mit mir. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das so gut macht. Puh, das war aber viel Pech dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir bauen dann Geländer. Bis dann.